Lustigmützchen. Schönen Hallo. Guten Tag, die Hallo, Herrschaften. Ich bin die Karin. Karin, freut mich schon, dass du deinen Göttergarten mitgebracht. Ich bin ja. Olaf. Hallo, lieber Olaf. Kannst auch stolz drauf sein, Olaf, ne? Bin ich auch, ja. Ja, logisch. Aber kommt zusammen, was zusammengehört. Das ist ja, so, ne? Das stimmt. Olaf, wenn ich dich direkt mal anspreche, da bist du, du bist viel zu jung, um so etwas jemals getragen zu haben. Das wenn stimmt, dann nur als Gag. Das stimmt, ne? Ja. Das heißt also, das ist entweder in der Familie oder irgendwann mal dazugekommen. Das ist ein Erbstück meiner Mutter. Mhm. Und sie hat es wahrscheinlich auch von ihrer Mutter, aber den Rest wissen wir und nicht. Und somit ist die Geschichte erstmal erzählt. Ja, da wäre interessant zu wissen, wer in der Familie Offizier war oder so einen Ulanhelm getragen hat. Ja. Die wird nachher aufgefüllt mit Leben und Wissen vom Sven. Da bin ich mir ganz sicher, ganz kurz zu euch beiden. Ihr kommt von wo? Von Lohnsee. Das ist ein kleines Dorf. Ein kleines Dörfchen. Wie viele Einwohner habt ihr? 5000. Ja, das ist ja schon immerhin. Ne? So, mein Lieber, jetzt möchte ich von dir die Geschichte vervollständigt haben von diesem Helm mit dem komischen Deckel. Das sieht ja sehr witzig aus. Der Deckel. Das ist witzig, du kennst so Pickelhauben, ne? Ja, eben. Das hier ist eine Schapka, so nennt man das Ganze. Mhm. Eine württembergische Offiziersschapka. Also etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die kommen einem nicht recht häufig in die Hände. Also das ist schon was ganz Besonderes. Ich fange einfach mal an. Also Schapka, das ist eine Kopfbedeckung, die von den Ulanen kam. Ulan, polnischer Ursprung, das war die Leibwacht der Tatarenfürsten. Und diese Kopfbedeckung wurde dann später fortgeführt. Und die Ulan ist letztendlich ein Kavallerieregiment, meistens mit einer Lanze und mit einem Säbel bewaffnet. Und die hatten halt diese Kopfbedeckung. Bei solchen Schapkas oder auch solchen militärischen Gegenständen kommt es wirklich darauf an, welche Abzeichen da drauf sind, wie der Zustand ist und ob das oder welcher Grad von Offizier das war. Und je nachdem wird es günstiger oder teurer. Wie ich gerade schon sagte, wurde diese weitergeführt. In Bayern, in Sachsen und auch in Russland hat man solche Kopfbedeckungen getragen. Und hier haben wir jetzt eine württembergische Offizierschapka. Mhm. Warum württembergisch? Habt ihr bestimmt schon was gesehen? Warum? Nur die Hirsche. Yep. Wir haben hier vorne ein silbernes Wappenschild, das württembergische Wappen, mit dem Spruch furchtlos und treu. Mhm. Und an diesem Wappenschild gibt es etwas ganz Besonderes, da gehe ich dann gleich drauf nochmal ein. Dann hat man diese goldene Schuppenkette, dann hat man die Reichskokarde mit diesen Durchsteckrosetten, so nennt man die in Fachkreisen. Und die Kopfdeckung selber ist aus einem schwarzen Lackleder gefertigt. Jetzt gucken wir einmal rein. Dann sieht man hier dieses Schweißleder, das auch noch im sehr guten Zustand ist. Und jetzt guckt euch das doch mal an. Ich mache einfach mal, ich setze mir das auf, wie klein die Köpfe damals waren. Okay, aber Sven hat auch wirklich einen großen Kopf. Das, also Ludwig zum Beispiel würde ja passen. Da kriege ich überhaupt nichts drauf. Ne? Ja. Was hier auffällt, hier oben findet man auf dieser Plattform noch mal so eine kleine Öse. Und da kam ein sogenannter Paradebusch dran. Dann hast du immer so Farben gehabt, dass es alles ein bisschen voluminöser aussah. Zeitlich können wir diese Schapka um 1910 datieren. So, und dann gibt es hier bei diesem silbernen Wappenschild, was jetzt ein bisschen angelaufen ist und auch eher so golden aussieht, noch etwas ganz, ganz Besonderes. Und das ist dieses aufgelegte Landwehrkreuz. Mhm. Ja, Landwehr, wie soll man das verstehen? Also es gab ja die normalen Armeen des Landes und dann gab es halt noch Milizen oder auch Reservisten. Und die waren dann die sogenannte Landwehr und deswegen hat man so ein Kreuz drum aufgelegt. Es kann sein, dass es jemand war, der aus der Armee ausgetreten ist, als Reservist dann später gedient hat und hat dann letztendlich nochmal dieses Landwehrkreuz hier vorne auf dem Wappenschild getragen. Ja, das hört sich doch alles gar nicht verkehrt an. Das klingt ehrlich gesagt alles ziemlich teuer. Oder? Mhm. Hört sich gut an. Ja, da müssen wir noch 100 Euro für kriegen, oder? Ihr Lieben, Thema 100 Euro, wie viel hättet ihr denn gerne? Ach so. Wir haben gedacht, so 50 Euro, da passt es schon. 50 Euro. Wenn es mehr ist, ist das natürlich gut. Na, aber ja, dafür würde ich sie gerne kaufen, aber dafür kriegt man die niemals. Württembergische Offizierschapka 1910 im nicht tadellosen Zustand und Paradebusch fehlt und ne, also da ein bisschen was angestoßen. Ja. Für 50 Euro, auf gar keinen Fall. Im perfekten Zustand bewegen sich solche Offiziers-Schapkas oder Schapken dann um die 6.500 Euro. Also das ist jetzt im perfekten Zustand mit Paradebusch allen rund dran. Yes. Ich finde eure Schapka trotzdem vom Erhaltungszustand wirklich noch wunderschön. Dieses Leder kann man reinigen. Die leicht bestoßenen Ecken hier, das ist nichts Wildes. 2.500 bis 3.000 Euro, das ist also realistisch. Mein Gott, denke ich mir. So. Oh.
Das muss der Hammer sein, wenn man mit einer Vorstellung von 50 Euro kommt und dann eine Expertise von 2.500 bis 3.000 bekommt. Da schlägt das Herz doch total hoch. Das gibt's nicht. Doch, das gibt es. Und es freut mich umso mehr, dass es jetzt jemand getroffen hat, der es verdient hat. Und der Dankeschön. Ist, bitteschön. Ihr Lieben. Nimmst du. Vielen Dank. Viel Spaß bei den Händlern. Ja. Viel Erfolg euch. Und einer muss den Tragen und nicht fallen lassen. Ne? Ja. Da geht's rüber. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Was man jetzt natürlich machen muss, und das müssen die Verkäufer wirklich gut machen, ist die Informationen des Experten so gut wie möglich wiedergeben, weil wir als Händler können das wahrscheinlich nicht so schnell eruieren. Oh, da kommt das etwas Interessantes. Das ist etwas Interessantes. Ja. Etwas sehr Rares könnte das ja. Frag mich was. Für Offiziere oder für eine? Für Offiziere. Eine Offizierin. Ja. Okay. Ja, das ist so ein Moment, wo dann das Händlerherz höher schlägt, weil man kennt natürlich die normalen Pickelhauben und sieht hier aber eindeutig, okay, das ist was Spezielles. Und wenn es was Spezielles ist, dann wird es auch immer speziell teuer. Also das Schuppenband ist auf jeden Fall in einem guten Zustand hier. Ich guck mal, ob der Verschluss auch noch. Doch, das sieht alles echt ordentlich aus. Ja, hier so ein bisschen. Wie kommen Sie an den Helm? Das ist ein Erbstück meiner Mutter. Und die hat es vermutlich von ihrer Mutter geerbt. Aber ja, stimmt. Weiter zurück wissen wir nicht. Ja, ja. Sagt mir gar nichts, der Helm. Für welche Gruppe war denn der Helm? Es war ein ulanischer Helm. Mhm. Und den Ulan von den, wie haben sie geheißen? Tatarischen Leibwache. Ja. Aha. Also für Reitergruppen, ne? Reitergruppen. Ja. Ja. Mhm. Das kann man irgendwie aufmachen, oder? Na, das geht ziemlich. Also ich habe gerade ein paar Ösen gehabt, aber das war... Oder kann man den hochfahren? Nein. Nichts. Kann man nicht, ne? Jetzt haben wir aber hier was ganz Seltenes, glaube ich. Ja. Ich sag mal aus dem Bauch heraus 300 Euro. Fang ich mit an. Ich fange mit an mit 300 Euro. Das war gut. Wir fangen mit 300 Euro an. Das wäre für eine Pickelhaube auch schon wenig, aber es ist eine gute Richtung, ein guter Anfang. Da kommen wir schon noch höher. Ich verdoppel das mal. Na ja, ich schon. Dann mache ich 650. Ich würde da mal 1.000 Euro in den Raum stellen. Das ist ja so meine Taktik, ne? Ich muss dann immer gleich mal vierstellig raushauen und dann geht's meistens noch weiter. Tja. Willst du das auch bieten? Ja. Gut. Also, ich habe das noch nie gehandelt, ne? Also, ich wüsste jetzt nicht, wie man sowas also einschätzen sicherlich soll. Sicherlich interessant. Wie wird denn das von unserem Experten bewertet? Ich muss das mal so umfragen. Wir waren auch überrascht, aber zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Mhm. Ja. Ja, ich weiß, also gute Pickelhauben im Zustand und sowas, die kosten auch ihre 800 bis 1.000 Euro und die sind sehr häufig. Ja, bei den seltenen Sachen machen auch Militaria-Kunden mal Abstecher und sagen, gut, so ein Teil sieht man nicht alle Tage, deswegen nehme ich das jetzt so, wie es ist und es kostet immer noch eine Stange Geld. Dann wird es heute noch richtig teuer. 1.200 von mir. 1.500 von mir. 1.600 von mir. 700. Ja, also da war so ein großer Schweif in jedem Fall nochmal dran. Auch eine Brosche hier nochmal, wo der Schweif dann so abstand. Okay. Also es fehlen ein paar Sachen und er ist ein bisschen lediert, aber dafür ist er selten und holt das wieder damit raus. Ja. Es ist in der Tat auf jeden Fall ein sehr seltenes Stück, was wir uns da mitgebracht haben. Ja. Was halten Sie denn von den 1.700 Euro von dem Fabian? Ja, okay. Gut, machen wir nicht lang rum. Mit 1.700 war ich am Ende sehr zufrieden. Die Leute hundertprozentig auch. Damit hat niemand gerechnet. Und es ist jetzt auch wieder einer Militaria-Sammlung zugeführt. Ich denke, der Helm war doch etwas lädiert. Und ja, 1.700 Euro ist ein gutes Geld. Und der Helm muss ja auch gerichtet werden wieder. Dann passt es schon.